Wir, uns hat es inzwischen ein wenig rausverschlagen zu einer ganz anderen Sportart, nämlich dem Cheerleading. Bei mir habe ich die Beauftragte fürs Cheerleading im Football- und Cheerleading-Verband Mecklenburg-Vorpommern, Ulrike. Schön, dass du da bist. Cheerleading, was verstehe ich darunter? Was genau versteckt sich hinter dem Begriff? Also Cheerleading ist eine Mischung aus Akrobatik, Tanz, Dynamik, Kraft und vor allem ganz viel Spaß. Cheerleading verbindet man eigentlich ja mit American Football, gerade mit Amerikanern. Wie sehr ist die Sportart hier in Deutschland bzw. Mecklenburg-Vorpommern angekommen? Also wie gesagt, Cheerleading ist entstanden in den USA Mitte der 50er Jahre, wo es witzigerweise damals auch nur Männerteams gab. Das hat ein Weilchen gedauert, bis es nach Deutschland rübergeschwappt ist. In Mecklenburg-Vorpommern würde ich sagen, seit Anfang der 2000er ist es hier richtig losgegangen, dass wir mehrere Teams haben, die sich jetzt jedes Jahr immer weiter entwickeln, haben auch mittlerweile drei Teams, die auch an Landesmeisterschaften und auch auf der deutschen Mal starten. Und es hat sich ganz gut entwickelt hier. Wie viele Sportler haben wir denn in Mecklenburg im Cheerleading-Sport? Also es ist im Augenblick noch schwer zu schätzen, weil wir noch keine genaue Statistik darüber haben. Aber ich würde summa summarum sagen, 200, 250 sind es auf jeden Fall. Sie sagten gerade, es gab vorher erst nur Männerteams. Man ist es eigentlich gewöhnt, nur Frauenteams zu sehen. Wie viele Männer gibt es dann in diesem Sport, beziehungsweise Frauen? Wie ist die Verteilung? Ja, das ist immer sehr schwierig. Es gibt natürlich auch reine Damenteams, das sind natürlich dann nur Frauen. Es gibt aber auch Mixteams, also Co-Teams. Und da kann es teilweise sein, dass so 10 Männer drin sind, 15 Frauen. Das ist unterschiedlich. Ich meine, die meisten Co-Teams haben sicherlich immer noch Schwierigkeiten, Männer dafür zu finden, weil eben das weit verbreitete Klischee existiert, dass Männer dann auch einen Rock anziehen müssen oder so ein Quatsch, der irgendwann mal verbreitet wurde. Aber mittlerweile finden auch immer mehr Männer und Jungs zu diesem Sport. So, jetzt haben wir hier veranstalten Sie hier ein Camp vom Landessportverband. Wie viele Leute sind hier? Was passiert hier genau? Also mit dem LSB MacPom zusammen haben wir jetzt mittlerweile schon zum wiederholten Male im Rahmen der Landesjugendsportspiele ein Camp, was über 2 Tage geht. Wir haben hier 80 Teilnehmer, 4 Trainer dazu und es werden hier Basics vermittelt. Das heißt, wir fangen beim Urschleim an, Tänze, Stunts, Pyramiden, Tumbling, das heißt alles von der Vorwärtsrolle bis hin zum Flickflack ist alles drin. Und dann natürlich auch so grundsätzliche Sachen, wie baue ich ein Programm auf, wie trainiere ich am besten die Mannschaft und so weiter, damit jeder nach so einem Wochenende auch mit maximalem Input nach Hause fährt. Das hört sich auf jeden Fall nach einer ganzen Menge an. Es ist auch das Programm, was wohl am längsten läuft. Kriegt man das alles runter und wie viele Kinder sind hier?
Also wie gesagt, wir haben 80 Teilnehmer, davon 68 Aktive plus 4 Trainer. Und ja, es ist ein prall gefüllter Tag. Wir fangen morgens an, sind dann abends meistens fertig und dann fällt auch jeder tot ins Bett. Also ein Sport für alle. Auf jeden Fall. Von jung bis alt ist alles dabei. Nur haben wir viele Sportarten schon gesehen und gerade im Gymnastikbereich über Altersgrenzen gehört, dass wir mit 5 schon anfangen müssen. Wann fängt man am besten mit Cheerleading an, beziehungsweise bis wann kann man einsteigen? Also einsteigen kann man eigentlich immer. Es ist natürlich auch ideal, wenn man schon mit 5 Jahren mit Cheerleading anfängt. Das ist gar kein Problem. Es gibt dafür so eine kleinen PV-Teams, die sind in der Altersstruktur von 5 bis 10 Jahren ungefähr. Mit den Leuten kann man natürlich wesentlich besseren Aufbau, Jugendförderung und sowas betreiben. Aber wie gesagt, einsteigen kann man eigentlich immer. Nun kennt man allein schon aus Amerika die Cheerleader-Teams eigentlich immer so bei Sportveranstaltungen drumrum. Wo kann man sich das hier in Deutschland vorstellen? Und B, gibt es auch Veranstaltungen eben nur für Cheerleader, abgesehen von der deutschen Meisterschaft? Also ganz klassisch ist Cheerleading beim American Football entstanden, eben als Rundumprogramm. Mittlerweile ist es so, dass wir Cheerleader-Teams bei Handballteams haben, die eben die Halbzeitpause füllen oder die Timeouts bei Basketball, bei Events sowieso mit Auftritten, Stadtveranstaltungen, Festivals und so weiter. Überall kann man Cheerleader sehen. Also das ist mittlerweile immer ein schöner Show-Act, den man sich buchen kann. Und gerade für sämtliche Sportveranstaltungen ist es eigentlich gar kein Problem, die einzusetzen. Ja, und wenn ich jetzt Lust auf Cheerleading bekommen habe, wo finde ich die Vereine, wo ich mich dran hinwenden kann, um vielleicht mal reinzuschnuppern in diesen Sport? Also wir haben verschiedene Vereine in Mecklenburg-Vorpommern, mit Schwerpunkt sicherlich in Neubrandenburg, in Rostock, aber auch in Stralsund und in Lübs. Wenn man Fragen hat, kann man sich jederzeit an den American Football und Cheerleading-Verband Mecklenburg-Vorpommern wenden. Wir haben auch eine Internetseite, da findet man uns auch mit sämtlichen Kontaktdaten und dann einfach durchrufen und dann finden wir schon einen Verein, das ist gar kein Problem. Oder man gibt einfach mal bei Google Cheerleading und die dazugehörige Stadt ein und man staunt, wie viele Seiten da noch rauskommen. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview, dass Sie Zeit für uns hatten. Und wir werden Ihnen ein wenig noch auf die Stunts im Hintergrund achten. Vielleicht können Sie kurz was dazu sagen, was passiert da jetzt gerade? Also die Teams bauen jetzt gerade einen Elevator, der jetzt gecradelt wurde. Ja, wir arbeiten grundsätzlich mit amerikanischen Begriffen. Und der Elevator, also sprich ein Fahrstuhl, aber sozusagen, ja. Der dann eingefallen ist? Oder? Nee, der ist nicht eingefallen, der wurde professionell eben gecradelt. Das heißt, die beiden Bases, unten die beiden Herren, dippen den Flyer nach oben, der dann schließlich in die beiden Personen wieder hineinfällt, von denen aufgefangen wird. Was man hier nochmal sehen kann. Die Leute, die anderen drumherum, die sind zur Sicherheit gegeben? Genau, die haben wir jetzt quasi als externe Spotter eingesetzt. Das heißt, dass sie mit dem Stunt an sich